Am 24. April stürzte die Fabrik in der Hauptstadt Dakar ein. 1.100 Menschen starben. Das bislang schlimmste Unglück in der Textilindustrie des Landes. Aber keinesfalls das erste. Vor allem Unternehmen aus Europa und den USA ließen in dem maroden Gebäude produzieren. Nach der Katastrophe wuchs der Druck auf die Regierung, die Modekonzerne und ihre Zulieferer, endlich die Arbeitssituation zu verbessern. Einige Firmen haben inzwischen ein Abkommen unterzeichnet, das für bessere Sicherheitsstandards und mehr Kontrollen in den Gebäuden sorgen soll. Vor wenigen Wochen erst fand eine Konferenz statt, auf der es um Entschädigung für die Angehörigen der Toten und Verletzten ging. Nur ein Unternehmen aus Großbritannien ist bislang bereit zu zahlen. Dabei gehen 60% der Textilproduktion aus Bangladesch nach Europa.